gonna take on the world. Das kann man sich nicht ausdenken. Karl Lauterbach hat es heute hier in diesem Moment geschafft, sich auf der Bundespressekonferenz bis auf die Knochen zu blamieren wieder einmal und sich selbst zu entlarven. Er zeigt hier den QR-Code von seiner Impf-App, Cov-App, wie die heißt, und er ist sich offenbar nicht darüber im Klaren, dass er damit in völligen Widerspruch tritt zu dem, was er wenig später hier sagen wird. Schauen wir uns das einfach einmal kurz an. Ich beispielsweise bin auch ein Arzt. Ach nee. Und bin der STIKO-Empfehlung bei der Impfung unter 60 nicht gefolgt. Ach wo. Sondern habe eine vierte Impfung genommen. Ich dachte, die nimmt man nicht, sondern die spritzt man. Aber ich bin ja auch medizinischer Laie im Gegensatz zu Herrn Lauterbach. Weil ich sehr viele Kontakte habe. Das war für mich da der ausschlaggebende Grund. Die Impfung war übrigens schon im März, wenn das Ihre nächste Frage wäre. Sie ist schon länger als 3 Monate zurück. Sie wirkt offenbar jetzt nicht mehr gut genug. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ja, Sie haben es gehört. Der kurze Sinn, Viertimpfung im April, was Lauterbach vorher geheim halten wollte und worauf seine Sprecher nicht antworteten auf Nachfrage, während jeder einfache Mensch in Deutschland monatelang in jedem Restaurant seine Impfdaten offenlegen musste, wollte der Minister das nicht. Jetzt machte er es und jetzt wissen wir auch warum. Hören Sie es nochmal an. Die Impfung war übrigens schon im März, wenn das Ihre nächste Frage wäre. Und jetzt kommen wir zurück zur Szene vom Anfang, als Lauterbach seinen QR-Code zeigt und findige Menschen haben den gescannt mit der App und fanden heraus, diese Impfung ist mehr als 270 Tage alt. Also entweder hat Herr Lauterbach gelogen, dass seine Viertimpfung im April war, sondern die war schon im November, wo man da noch gar nicht von Viertimpfungen redet. Vielleicht hat er sich zu oft geimpft. Oder er hat seine Impfung nicht eintragen lassen, was für jemand, der so streberisch ist, der immer zeigen will, wie vorbildlich er ist, merkwürdig wäre. Oder er hat gar keine Viertimpfung. Also es gibt nur diese Möglichkeiten. Alle drei wären in einer nicht amputierten Demokratie Grund für einen Rücktritt. Nicht so im besten Deutschland aller Zeiten, wie sich das nennt. Phänomenaler Bauchklatscher von Lauterbach. Und er ist noch mehr unter Feuer, weil auf Twitter ihm jetzt Nutzer nachgewiesen haben, dass er noch kurz bevor er in eine Kabinettssitzung ging, schrieb, dass er noch Beschwerden hat wegen Corona und damit liegt der Verdacht zumindest auf der Hand, dass er gegen die Quarantänemaßnahmen, die er ja mit einer unglaublichen Gewalt durchkämpft, selbst verstoßen hat. Wenn ich noch die Kraft habe, jetzt bin ich schon zu müde, weil es zu spät ist, dann mache ich morgen noch ein kurzes Video mit der Analyse von der gesamten Lauterbach-Bundespressekonferenz. Die war ja spannend, kann man wirklich nicht sagen, aber sie war lehrreich in vielem Licht, sehr in der Sprechstunde. Und was mich gefreut hat, inzwischen haben ein paar Kollegen die Maske abgenommen. Sie werden es nicht glauben, nachdem ich gestern ja das sehr heftig kritisiert habe, dass die alle wie beim Militär stramm vor dem Bundeskanzler in Maske antreten. Das war's. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, bleiben Sie dabei, unterstützen Sie. Alles Gute. Danke. Ciao.